Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Tower Defense mit dem Paul, der schon was gesetzt hat. Du musst Hallo sagen. Hallo. Oh, beeindruckend. Wow, ich habe noch nichts gesetzt. Hallo, meine Freunde, ich bin Paul. Oh, Alter, heftig. Yay, guck mal, jetzt haben wir so richtige Wettbewerb hier, so zwei Reißnagelfabriken. Hey, du, deiner hat zwei mehr getötet als meine. Kannst du es wagen? Nein, wir spielen Bloons Tower Defense, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Falls ihr es nicht gesehen habt, Link in der Infokarte, falls ich dran denke, was ich tun werde, aber schaut trotzdem vorbei. So, ja, wir spielen diese Map. Laut Paul haben wir die schon mal gespielt und haben verkackt. Ich erinnere mich daran nicht und ich hoffe, das war auch keine richtige Erinnerung. Sonst habe ich eine falsche Map ausgewählt. Ja, was kann man sagen zu diesem Game? Ich nehme an, die meisten... Es sind Ballons und wir müssen sie zerplatzen lassen. Mit unseren Affen. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Affen gegen Ballons. Wer kam auf diese bekloppte Idee? Also es ist eine geile Idee, aber... Diese revolutionäre Idee. Diese revolutionäre Idee, ja. Sehr revolutionär. Geiles Wort, Alter. Ich hoffe, soundtechnisch klappt alles. Ich hoffe, die Spielsounds sind nicht zu laut, zu leise. Ich und Paul reden gerade über den Fortnite-Sprachchat, also erwartet jetzt nicht zu viel Qualität bei seiner Stimme. Aber es klappt ganz gut. Ja, netter Versuch mit dieser Roboter-Imitierung. Schnellere Schießen. Ja. Aktiviert. Mann, jetzt hat deine 40 mehr getötet als meine. Ja, aber jetzt ist deine Stärke, weil ich spare gerade auf was. Ach so. Neues, Alter. Falls ihr mehr hiervon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert kostenlos den Kanal. Habe jetzt mal eine Weile eine Pause gemacht, wie bereits in einem Video angekündigt. Paul weiß davon nicht, weil ich ihm davon nicht gesagt habe, dass ich eine Pause mache. Und dieses Video wird voraussichtlich erst 2 Wochen nach der Aufnahme rauskommen oder so. Ja, keine Ahnung. Oder es kommt direkt raus, weil ich zu faul bin, zu warten. Und das Video dann sonst verliere in den Tiefen meines PCs. Aber was rede ich eigentlich gerade? Ey, du hast schon... Mann, ich einfach mit nur. Du hast viel mehr Geld als ich. Gib mir Geld. Ey, jetzt kommt nichts zu dir. Ach komm. Ich hol mir gleich meinen Helden. Und oh, wirklich. Warte, ich krieg Oh mein Gott. Ich krieg genauso viel Geld wie du. Oh mein Gott, ich krieg genauso viel Geld wie du. Haha. Nice, Alter. Wir teilen uns einfach das Geld. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Helden, der uns einfach mal Geld gibt. Und Moabs platzen lässt. Ich packe euch auch nochmal Bloons Tower Defense Videos von German Let's Play in die Infokarte. Ich weiß nicht, ob der das mal irgendwann erklärt hat. Aber keine Ahnung. Wenn er bestimmt zu uns sein wird, bla bla. Ich habe dieses Spiel schon mal gespielt. Ja, ich mache mal hier ein paar Kanonentürme. Alter, Paul, sag mal was. Hallo? Ich bin gerade Concentration. Ach so, weil dieses Spiel auch so viel Anspruch erfordert. Konzentration, ja, das ist Gehirnexplosion. Alter, warte, muss mich ganz kurz umsetzen. Sorry, wenn es sich blöd anhört. Aber ich glaube, wenn man zu zweit wieder... Oh, willst du Geld haben? Wolltest du gerade Geld? Nö, es war... Nö. Gib mir dein Geld! Gib mir dein Geld! Alter, du sagst, gib mir dein Geld. Guck mal, es kommt meiner auch ein bisschen dran. Hey! Mach das Spiel nicht langsam. Ja, ein bisschen, aber guck dir an, wie viele meiner getötet haben. Extra Reichweite! Aktiviert! 93, so schlimm. Immerhin hat mein Reißnagelwerfer mehr getötet als deiner. Tse. Liegt daran, dass ich so fame bin. Was hat das damit zu tun? Hast du gerade irgendwas gesetzt? Nö. Nice. Wait a moment. Ach so, okay. Ich wollte nur kurz gucken, wie viel Uhr es ist. So, Splitterbomben aktiviert. Alter, guckt euch mal mein langes Ding an. Was war das? Alter.
Ich sollte mal ein bisschen auf meinen Helden sparen. Heißen die überhaupt Helden? Ich glaube, das sind Helden. Ne, apropos Codeaffe. Wenn ihr mein Update-Video gesehen habt, wisst ihr ja, dass ich jetzt auch mit Programmieren anfange. Und mir ein E-Book für frickin' Geld gekauft habe. Und wieso muss ich jetzt auf den anderen Spieler warten? Was war denn das gerade? Paul, bist du noch da? Paul? Was ist? Warst du kurz weg? Ja, ich musste Akku holen. Ich wollte eigentlich nicht, dass du Pause machst. Was? Nein, es war jetzt auch nur einige Sekunden. So, doch so hast du einen Sniper-Affen. Du hast viel mehr Geld als ich. Was ist denn das? Gib mir Geld. Ey, jetzt weißt du, wie es letzte Runde war. Ja, aber da haben wir nicht aufgenommen. Apropos bevorzugterweise, der aufnimmt. Wenn ihr schon mal ein GTA-Video von German Let's Play oder so gesehen habt, habt ihr mal gemerkt, wie sich Paluten da mal benimmt? Der tötet den die ganze Zeit. Also das ist nervvoll. Ich finde das blöd, wenn Leute irgendwie, also, solltest du dich bitte nicht angesprochen fühlen, Paul, aber ich finde es blöd, wenn irgendwie Leute so auf den gehen, der gerade aufnimmt. Das finde ich blöd. Du machst das aber nicht, aber, ja. Ja, wow, wenn wir uns gegenseitig ärgern, dann lachen wir beide darüber. Was ist passiert? Ach so, das wollte ich gar nicht. Nee, mein Spiel wollte, ohne mich zu fragen, irgendeinen Charakter setzen. Ach so. Ich spare auf meinen Helden. Wir sind schon Runde 27. Junge, bald kommt der erste Moab. Okay, in 13 Runden, aber... Einfach nichts gemacht. Ach, warte, ich kann mal gucken. Ja, ich kann endlich meinen Code aufsetzen. Was für ein Sack. Ach, hier mein Druide, Sack. Mein Lieblingscharakter. Du meinst den, den du erst letzte Runde das erste Mal gesetzt hast? Genau, der. Ha. Ist einfach. Krieg ich jetzt eigentlich. Er ist einfach Gott. Kriegst du eigentlich auch Geld von meinem Codeaffen? Warte. Warte, ich muss warten, bis er was hackt. So, jetzt habe ich, glaube ich, die stärkste Stufe bekommen. Plus 1 für jeden neu erschienenen Blumen. Ja, ich bekomme auch Geld. Nice, Alter. Habe ich mir einfach so einen Helden gekauft für 3000 Affengeld und das profitiert er einfach auch davon. Der hat nur diese Free-to-Play-Helden. Gibt's eigentlich irgendwelche Freischaltbedingungen für diese Free-to-Play-Helden? Oh, der Magier, stimmt, den gibt's auch noch. Da war ja was. Da war ja was, ja. Ich setze ihn genau in die Grenze. Zack. Intensive Magie, Affensinn, alles, Harry Potter. Angst, Potter. Oh. Harry Potter, oh, hurra. Keiner von uns kann Gitarrenzellen entdecken, außer mein Sniper-Ding. Meiner auch. Er hat nämlich mittlerweile die Sniper-Stufe. Wieso muss ich andauernd auf dich warten? Warte auf andere Spieler. Was auch Sniper, wo? Ich hab keinen Sniper. Mein Zauberaffe kann das. Ach, geil, stimmt. Das wäre recht. Sorry, wenn das Spiel ein bisschen laggt, Leute. Und sorry, wenn das Video auch ein bisschen länger dauert. Ich schneide das jetzt nicht so krass zurecht. Ja, jetzt hat meiner auch Affensinn. Alter, nice. Aber meiner hat jetzt auch schon den Feuerball. Den sexy Feuerball. Und jetzt spare ich direkt immer auf Schimmer. Falls ihr das Spiel gönnen wollt, Link in der Beschreibung. Geht's für 10 Euro auf 7. Ich habe es aber für 80 Cent bekommen. War reduziert. So, was ist doch ganz nice. Benutzt eigentlich irgendwer das Flugzeug oder den Mörserturm? Cool, obwohl der Mörserturm ist eigentlich ganz okay. Den habe ich ziemlich krass geupgradet, aber... Ja. Ja, das ist echt... Den benutze ich auch manchmal gerne. Den kann man halt auch komplett random irgendwo hinstellen. Ziel. So, dahin mal. So, worauf habe ich immer geskillt? Scheinbar auf die Mitte und auf oben. Okay. Nice, Alter. Du kannst bei du ja auch U-Boote setzen, ne? Du hast da oben so ein Wasserfleckchen. Ich weiß, aber ich spare gerade auf Schimmer. Ach so. Ja, stimmt. Soll ich auch mal tun. Dann kann ich sofort ein U-Boot setzen. Ja, der Mörseraffe ist ja im Prinzip dasselbe. Halt was angreifen. Ja. So. Zack, zack, zack.
Okay, nächste Runde ist der erste Moab, ne? Also, wir haben keinen Helikopter. Ich glaube, wir sind tot. Nein. Nein. Sind wir schon davor gewesen? Ja, das glaube ich ja nicht. Also, ja, skill mal ordentlich dein U-Boot oder was auch immer. Ach so, du hast schon Schimmer. Und jetzt Moab, hui! Ach gut, nice. Ach, gut doch. Ja. Wieso gehen die so... Ach so, dein Sniper-Typ hat uns gerade gerettet. Nice. Nice, Sir, nice, Sir. So, Benjamin, upgradest du dich mal ordentlich? Ich glaube, ich hatte den noch nie auf Stufe 20. Soll ich mal machen. Hab halt auch noch nie wirklich eine Map auf schwer geschafft. Obwohl, haben wir beide mal eine Map auf schwer geschafft? Hab irgendwie das Gefühl. Ja, irgendwie schon einmal, aber da hatten wir auch das Todesglück. Ja. Ich glaube, wir hatten so wahrscheinlich gerade im richtigen Moment genug Geld. Und sowas halt. Ich glaube, ich habe auch so einen ganz kleinen Millimeter, einen Quantenmillimeter, in dem ich was ins Wasser setzen kann. Aber ich glaube... Probier mal. Oh nein! Oh, da war gerade... Ja, da! Ja! Quantenmillimeter! Ja, es ist da! Nice, Alter! Aber es macht immer noch nichts. Ja, ich muss halt erstmal die Raketen holen. Die aber bei dem Preis auch nicht viel bringen. Denn die ballistischen Rakete, die sind nice. Merkt euch das, Kids. Hui, ballistische Rakete! Und wieso ist er auf einmal ein Dieb? Das macht für mich keinen Sinn. Wieso ist der auf einmal so gekleidet wie ein Dieb? Der soll doch nicht böse sein. Ganz mein kurz. Gott, ich finde meine Maus nicht. Ach da. Bei dieser Map ist es wirklich schwer. Wer Keramik Blues? Wer Keramik Blues, Alter? So, wir sollten jetzt mal wirklich. Stimmt, kann der Alchemist nicht auch irgendwie Geld verdienen? Du musst Spur. Geh auf das untere, ne? Beim Alchemisten. Bei Spur zum Gold. Ja, bei Spur zu Gott, ja. Zack, zack, zack. Dann habe ich auch ein Schlilli-Schlopp da. Ich hoffe wirklich, das klappt alles soundtechnisch. Hm? Achso. Kurz das Geld verbuggt. Ich hasse es, wenn der einem mit der Maus folgt. Ja, ist immer sehr nervig. Ja. Ich finde es aber auch blöd, dass es so drei verschiedene Skill-Richtungen gibt und man wirklich nur zwei von denen nehmen kann. Bisschen ja, schade. Aber sonst wären diese Affen einfach komplett overpowered. Dann müsste man halt einfach nur einen Superaffen und der würde alles zerstören. Ja. Ja, beim Superaffen kann ich auch verstehen. Apropos Superaffe. Das bringt mehr Klicks, wenn man einen Superaffen setzt, also... Also Leute, jetzt wisst ihr, wieso ich einen Clickbait-Titel gemacht habe. Nein, ich glaube nicht, dass ich einen Clickbait-Titel gemacht habe. Du glaubst. Ja, ist immer so ein bisschen komisch, so. Die Leute sehen so gerade das Video, es ist ein bisschen komisch, dann so darüber nachzudenken. Ich habe das mal aufgenommen, ich bin jetzt gerade so bei der Aufnahme, aber irgendwann wird das mal auch auf YouTube sein. Und Leute werden das sehen. Ja. Ist ein bisschen komisch, darüber nachzudenken. Alter! Das, Gummi zu Gold. So, jetzt mache ich schön Yelt. Yelt. Money. Was machen meine Bloons da? Jungs! Nice. Wieso ist der Superaffe so groß? Wow, Alter. Musste ich den auch noch auf Reichweite skillen. Obwohl, kriege ich den da unten irgendwie hin? Wow, massive Geldverschwendung. Was war das? Als ob der hier unten nicht hinpasst. Dieser Typ ist so fett. Alter, nice. Alter, Ehre. Hey. Ach.
dich so, einfach langsam machen. Ah, guck mal, meine Ballons gehen die Gegner ran. Deine einfach nach. Keine Ahnung. Ich weiß. Man könnte aber auch so machen, dass man bei einer Skillrichtung nur auf 1 gehen kann, dann bei der zweiten auf 2 und bei der dritten dann halt auf alle. Ich fände, das wäre ja okay gewesen. Das wäre ja nur ein Upgrade mehr als jetzt gerade. Ja. Da könnte man ein großes Fundament setzen und darauf dann halt die Upgrades machen. Ja, das könnte man echt machen. Mein Zaubereraffe hat jetzt schon... Alter, du holst meinen gerade massiv ein. Ich habe 8300, du hast auch 8300. Aber ich habe ein bisschen mehr. Monumentale Reichweite aktiviert. Alter, das sieht sexy aus. Gib mir dein Geld. Benjamin, machst du irgendwas? Ja, siehst du nicht mein Architekt-Affenpionier? Ja, dann sieh... Alter, schau mal. Der Affenpionier sieht wirklich süß aus, muss man sagen. Der ist schön designt worden. Ja. Laseraugen aktiviert. Laseraugen, die nichts machen, deaktivieren, bitte. Paul nimmt gerade seine typischen Drogenlieferungen an. Die macht das sehr gerne. Ich glaube nicht, dass ich jetzt auf weiterklicken darf, denn sonst würden wir sterben. Ich könnte mal meinen Mörseraffen ein bisschen upgraden oder einen Sniperaffen setzen. Aber viel können wir auch nicht machen, ne? Können wir mal ein bisschen quatschen, ne? Ein bisschen über Paul lästern. Sei denn, er sieht das Video. Ne, Paul? Alter, du bist scheiße. Nein, bist du nicht. Was macht das hier eigentlich? Oh, da ist er ja wieder. Hi. Hi. Alter, ich habe überhaupt nicht über dich gelästert. Was? Wie, wo? Ja. Just kidding. Du kannst ja das Video sehen. Ich habe nichts gemacht. So, jetzt nächste Runde, übernächste Runde kommt halt hier Dingsda-Bumster. Dingsda-Bumster Sniper-Dude. Und dann war es doch schon mit der Folge und dieser Runde. Wenn euch das gefallen hat, alle auf diesem Klo sind. Wenn euch das gefallen hat, dann spielen wir nächste Runde eine Experten-Map auf schwer. Ja, das machen wir in der nächsten Runde. Gebt ein Like, wenn wir das machen sollen. Wir werden zwar verkacken, weil wir schlecht in diesem Spiel sind. Okay, wir sind nicht schlecht, aber das hier ist eine Anfänger-Map, okay? Und wir kriegen es gerade so hin. Alter, da ist er. Laseraugen des Todes! Des Todes. Ja, wir haben es geschafft. Und Verzögerung am Start. Yay, Alter, hast du ein sexy Profilbild. Oh nein, du hast 2000 Affen mehr platzen lassen. Wow. Ich bin auch komplette Maschine. Moabs platzen lassen 7, dafür habe ich 19 Moabs platzen lassen. Und ich habe ein Turm mehr platziert als du, nur ein. Geld generiert 6000. Du hast Fähigkeiten verwendet. Nice, Alter. Ja. Nice, Alter. Jo, Leute, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch einfach einen Daumen nach oben und schaut bei Pauls nicht existentem Kanal vorbei. Abo. Ja, hast du... ich verlinke dich einfach mal in der Videobeschreibung, obwohl du überhaupt keine Videos hast. Ja. Hoffentlich hast du es bald. Ja. Und ändere mal dein Profil. Ja, okay. Dann... Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.